Maxo ist sozusagen das Zentrum für die Brautmode und deshalb ist das sozusagen eine Sehenswürdigkeit in Duisburg. Weil hier kommen Leute aus dem Ausland hin, um Brautkleider zu kaufen und das finde ich eine gute Sache. Ökonomisch würde ich sagen, dass der Stadtteil auf relativ stabilen Beinen steht. Dass allerdings auch neue Branchen hinzukommen sollten, wenn man hier nicht monostrukturell aufgebaut sein möchte. Zurzeit sehe ich, dass wieder Brautmodengeschäfte sich erweitern. So wie hier Hatice hat jetzt einen neuen Laden auf Kaiser-Friedrich-Straße neu aufgemacht. Henriettenstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße hat jetzt wieder einer neu aufgemacht. Also bei meinem Rundgang letzte Woche hier durch Marxloh ist mir aufgefallen, dass einige neue Geschäfte da sind. Was Brautmode angeht oder Hochzeitsgeschenkartikel angeht, haben sich also einige sehr, sehr selbstständig gemacht, jetzt auch neue Geschäfte aufgemacht. Kultur, also nur Brautmodengeschäfte, ist einerseits gut, weil es lockt auch Kunden aus dem Ausland und aus Deutschland, also weiter weg an. Andererseits aber auch wieder nicht zuträglich, weil es die umgebende Menschen, also Anwohner, gar nicht hierhin lockt, da es sich ja nur um geringe Auswahl an Produkten. Für uns sind sehr viele Kunden verloren gegangen, seitdem der Rewe geschlossen ist. Der Mittelpunkt ist nicht mehr da. Die Kunden können sich hier nicht mehr, ja, mit Lebensmitteln eindecken, sage ich jetzt mal, was wir so benötigen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin rückläufig, da die Menschen, die hier wohnen, immer mehr die Arbeit verlieren und von staatlichen Unterstützungen leben oder angewiesen sind. Also, und die Perspektiven, dass hier mehr für also Berufsausbildung und für Arbeitsplätze gesorgt wird, ist eher rückläufig. Ich würde mir natürlich schon wünschen, und das ist auch das Statement, was unsere Schülerinnen und Schüler, auch die aus dem Umland kommen, geben, dass es etwas attraktiver gemacht wird für alle Beteiligten. Ich muss sagen, in meiner Kindheit sah es hier anders aus. Wir haben ja jetzt die B8, wir sehen ja die Brautmodegeschäfte. Es scheint zu funktionieren, aber das ist dann auch das Einzige, was funktioniert. Alles andere muss irgendwie halt noch ausgewässert werden. Und da ist das Problem, dass man alle Leute an den Tisch kriegen müsste, um halt Maxloh auch anderweitig attraktiver für, ich sag mal, Leute mit Geld zu machen, damit es für uns auch im Endeffekt besser wird.